Straßen höchster Ordnung sind sogenannte Magistralen. Sie durchziehen das ganze Land von Kaliningrad bis Vladivostok und verbinden alle großen Metropolen. Man darf sich die Unterscheidung in Straßentypen jedoch nicht so deutlich vorstellen wie in Mitteleuropa. Es ist nur die durchschnittliche Qualität der Straße, die höher ist als auf anderen Typen. Eine russische Magistrale kann sehr wohl ausschauen wie eine westliche Autobahn, aber eben auch nicht, vor allem abseits von Großstädten und weiter hinten im Land. Von der Ausbaustufe bis zum Straßenbelag ist regional alles möglich, vom Highway bis zur holprigen Landstraße. Verkehr herrscht nur im Umkreis großer Städte viel und russische Autofahrer haben häufig einen sehr rasanten Fahrstil. Baustellen sind nicht so gesichert wie im Westen und so macht das Tempolimit 90 km die Stunde bei zweispurigem und 110 km die Stunde bei vierspurigem Betrieb Sinn. Die Mehrheit der Einheimischen hält sich nur dann daran, wenn eine Radarkontrolle droht, von der mit Lichthupe gewarnt wird. Die Angst westlicher Autofahrer vor dem ausgehenden Benzin ist auf den Hauptmagistralen unbegründet. Die Tankstellendichte ist mit westlichen Autobahnen vergleichbar. Moderne westlich anmutende Zapfsäulen wechseln sich mit kuriosen oder veralteten Osteuropa-Modellen ab. Benzin und Diesel sind spottbillig, unter 50 Cent pro Liter. Benzin ist jedoch nicht durchgehend bleifrei. Ab der Wolga ostwärts sind zwei Qualitätsstufen Diesel im Angebot, wobei sich der Aufpreis der besseren, Gosdiesel oder Eurodiesel genannt, lohnt. Hier ist die Qualität des Kraftstoffs genormt. Autogas ist in Russland weit verbreitet, man sollte jedoch den passenden Adapter dabei haben. Für Übernachtungen bieten sich an der Strecke in den letzten 10 Jahren entstandene Motels und auf der Stajankas bewachte Trucker-Übernachtungsplätze an. Die Plätze werden sehr häufig auch von PKW-Reisenden genutzt, die manchmal sogar ihren eigenen Teilbereich haben. Nachts sollte man auf Nebenstrecken und in großen Städten nicht mehr unterwegs sein. Das hat nichts mit Räubern zu tun, sondern bei den Nebenstrecken mit möglichen Schlaglöchern und in den Metropolen mit lauernder Verkehrsmiliz an unübersichtlichen Stellen. Ein wichtiger Unterschied beim Fahren gegenüber westlichen Autobahnen ist, dass man auch auf gut ausgebauten Stücken jederzeit mit Zebrastreifen, Bahnübergängen oder frei laufenden Tieren rechnen muss. Kühe, Ziegen und Gänse werden in Russland fast ausschließlich freigehalten und sind auch auf Magistralen unterwegs. Einiges hat sich geändert auf Russlands Magistralen in den letzten 10 Jahren und die durchschnittlichen Straßenbeläge und Ausbaustufen sind besser geworden. Wer also gerne eine Reise per Auto macht, mit der richtigen Vorausplanung und unter Berücksichtigung gewisser Regeln, ist das durchaus möglich. Am meisten in Acht nehmen muss man sich vor den Verkehrskontrollen, denn hier wird kassiert. Счастливого пути. Singing in the spotlight and it feels so right. Got number one hit right and on top of the charts you're standing on stage and winning people's hearts.